Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Herzog Grizzly ist seit neuestem erschienen und er macht mir tatsächlich extrem viel Spaß. Ein Guide zu ihm habe ich bereits gemacht und falls ihr den noch nicht geschaut habt, schaut ihn euch gerne an, denn in diesem Video werde ich euch noch einige Teams vorstellen, die ihr unbedingt mal ausprobieren müsst und wo Grizzly sehr gut scheinen kann. Außerdem hilft das Showcase vielleicht dem einen oder anderen noch, der sich unsicher ist, ob er für Grizzly pullen möchte oder nicht. In diesem Video nutze ich meinen Grizzly auf Level 90 als Waffwarte Landstreichernoten auf R5. Ich wollte ihm da extra eine 4-Sterne-Waffe geben, da die Zahlen dann realistischer sind. Außerdem ist er bei mir auf Sternbild 0 und seine Talente sind nur auf 866. Bei den Artefakten trägt er 4 Teile vom Schattenjäger-Set, was einige gute Teile hat, aber definitiv noch nicht perfekt oder zufriedenstellend. Und über das ganze Video nutze ich Grizzly genauso, damit ihr ungefähr wisst, wie viel Damage er als Free-to-Play ohne Sternbilder und ohne seine Waffe austeilen kann. Also bei meinem Grizzly ist definitiv noch Luft nach oben, aber beginnen wir jetzt mal mit dem Video. Grizzly hat sehr viele unterschiedliche Teams, in denen er sehr gut performen kann und ein großes Thema bei ihm ist ja das mit dem Heiler. Ihr wollt schließlich versuchen, euren Grizzly unter 60% seiner Lebenspunkte zu kriegen, um seinen aufgeladenen Schlag zu machen und das gelingt mit vielen nicht. Deswegen hat man die Option, das passive Talent zu ignorieren oder man versucht es anderweitig. Mit Bennett oder Kokomi schafft man es nicht wirklich, Grizzly auf unter 60% der Lebenspunkte zu bringen. Dennoch ist zum Beispiel Bennett einer seiner besten Teampartner. Mit Charakteren wie Mika, Diona oder Jean hingegen klappt das sehr gut, da beide nur leichte Heals haben und es so einfacher wird, Grizzly auf unter 60% zu hauen. Klar, Jean halt einmal komplett voll, aber danach diese Ticks, die sind immer geringer. Natürlich könnt ihr Grizzly auch ganz ohne Healer spielen, zum Beispiel mit einem Schilder wie Zhongli, nur reicht das Ganze dann für eine Rotation und ihr wechselt euren Grizzly dann viel zu schnell aus. Ich meine, ihr haut auf die Gegner drauf, bis ihr auf unter 60% der Lebenspunkte seid, macht einen aufgeladenen Schlag und knüppelt weiter auf die Gegner ein und was dann? Genau, ihr hängt auf 50% seiner Lebenspunkte und schon fällt der Damage enorm. Denn wenn Grizzly nicht für jeden Schlag Lebenspunkte zahlt, fällt der Damage enorm ab und deswegen klappt es meistens mit einem Heiler viel besser. Falls ihr Grizzly auf Sternbild 1 habt, sieht das Ganze hingegen sehr anders aus, weil ihr euch häufiger selber heilen könnt und das würde wiederum alles ändern. So viel auf jeden Fall schon mal zu meinen Erfahrungen und Tests, die ich einmal ansprechen wollte, bevor wir uns die Teams genau anschauen. Ich bin definitiv am besten damit gefahren, nicht auf Krampf darauf zu achten, Grizzly auf unter 60% seiner Lebenspunkte zu kriegen, sondern einfach diesen Effekt zu ignorieren während meiner Rotation, aber wenn es mal passiert, dass Grizzly Leben braucht, nutze ich den aufgeladenen Schlag definitiv. Kommen wir aber jetzt zum ersten Team und das wäre auch zugleich mein Lieblingsteam, und zwar ein Reverse Melt Team, bestehend aus Grizzly, Shenhe, Bennett und Xiangling. Shenhe ist nun mal der beste Cryo-Supporter in diesem Spiel und bufft Grizzly am meisten durch ihren Talismangeist. Die Spezialfähigkeit von ihr reduziert den Cryo-Widerstand und mit ihrer Elementarfähigkeit bufft sie die Fähigkeiten oder Schadenangriffe von Grizzly. Am besten solltet ihr bei Shenhe die Elementarfähigkeit gedrückt halten, um den Schadenangriff von Grizzly zu buffen. Noch dazu habt ihr mit Shenhe im Team den elementaren Einklang von 2 Cryo-Charakteren und sie kann auch dafür genutzt werden, um Grizzlys Spezialfähigkeit besser aufzuladen, da sie Cryo-Energiepartikel erzeugt. Bennett und Xiangling sind sowieso ein unschlagbares Duo und werden in Pyro-Teams sehr häufig gemeinsam gespielt, gerade weil Bennett sehr vielseitig einsetzbar ist und alles ziemlich gut kann. Xiangling verteilt Offfeed mehr als gut das Pyro-Element, was dann für die Schmelzenreaktion sorgt, die extrem viel Schaden verursacht und Grizzly haut dann einfach nur wild drauf. Der Damage-Output ist insane und das Team ist gegen Bosse, aber auch gegen mehrere Gegner echt gut. Eine weitere Möglichkeit, das Team zu bauen, wäre, wenn ihr Jean und Bennett miteinander kombiniert. Dadurch habt ihr zwar noch mehr Heal, aber wenn ihr nicht gezielt darauf achtet, Grizzly auf unter 60% seiner Lebenspunkte zu kriegen, wie ich es tue, ist dieses Team echt stark. Wenn ihr Jeans und Bennett Spezialfähigkeit miteinander kombiniert, brennen alle Gegner durchgehend und sind vom Pyro-Element betroffen. Es gibt auch ein sehr beliebtes Team, wo Bennett und Jean miteinander gespielt werden und man nennt es das Sunfire-Team. Durch diese Kombination könnt ihr sehr viele Schmelzenreaktionen auslösen und wenn Jean das Gulicher Schattenset trägt, reduziert ihr auch hier nochmal den Widerstand der Gegner und erhöht den Schaden von Grizzly echt gut. Für den letzten Slot könnt ihr dann noch einen weiteren Cryo-Charakter wie Rosaria oder Ganyu ins Team packen, je nachdem was ihr halt zur Verfügung habt. Es gibt noch eine weitere Option, die Gegner extrem gut mit dem Pyro-Element anstecken, und das wäre die Mischung aus Bennett und Nahida, womit ihr durchgehend die Gegner in Flammen lässt. Nahida eignet sich hierfür definitiv am besten, da sie nicht nur das Dendro-Element lange auf die Gegner verteilen kann, sondern sie auch noch die Elementarkunde der Truppmitglieder bufft, was ziemlich hilfreich ist in einem Team, wo ihr die Reaktion Schmelzen triggern wollt. Andere Charaktere wie Yao Yao oder der Dendro-Traveler eignen sich natürlich auch ganz gut, aber durch die Spezialfähigkeit von Nahida machen eure Reaktionen auf jeden Fall mehr Schaden. Bennett ist aus dem gleichen Grund hier wie im Team davor und für den vierten Slot könnt ihr wieder was nehmen, was ihr zur Verfügung habt. Somit gibt es auf jeden Fall einige Optionen, Schmelzen-Teams zu kreieren und diese Teams funktionieren echt gut auf Grizzly. Weiter geht es dann noch mit einem Freeze-Team. Wer hätte es gedacht?
Hier gibt es ebenfalls unheimlich viele Möglichkeiten, Risley zu kombinieren. Auch hier wäre Shannon natürlich als zweiter Cryo-Char wieder die beste Option, die ihr nutzen könnt, aber viele andere Charaktere tun das auch. Ein Mika wäre hier ebenfalls eine passende Option, welche euch nicht nur heilt, sondern euch auch einen Angriffsgeschwindigkeitsbuff gibt. Ihr könnt aber natürlich auch auf einen zweiten Cryo-Char verzichten und dafür zwei Hydro-Charaktere ins Team packen. Zum Beispiel nehmt ihr einen Hydro-Charakter ins Team, der euch heilt, wie zum Beispiel Kokomi oder Barbara, und dann noch einen Buffer, wie zum Beispiel Mona oder auch Candice. Natürlich passen hier aber auch Shinshu und Yelan wieder sehr gut rein. Für den letzten Slot eignet sich da am besten ein Animo-Charakter, welcher die Gegner auf einen Haufen zieht und den Widerstand der Gegner reduzieren kann. Ein Team, welches möglicherweise die wenigsten von euch auf dem Schirm haben, wäre sogar ein Hyperbloom-Team. Also einfach nur ein Dendro- und Hydro-Charakter, womit ihr Sprießen auslöst und anschließend noch Elektro für die Reaktion Supersproß. Seitdem das Dendro-Element raus ist, gehört diese Reaktion zu dem stärksten im Spiel und sie werden sehr häufig für jeglichen Content genutzt. Und mit Risley könnt ihr das ebenfalls sehr gut, indem ihr Shinshu oder Yelan ins Team packt, womit ihr die Gegner dann permanent nass halten könnt. Dazu noch ein Dendro-Charakter wie Nahida, Yao Yao, der Dendro-Traveler oder auch Kolei, und für Elektro eignet sich am besten Raiden, Kuki, Fischl oder Yaimiko, die alle Offfield Elektro auf die Gegner verteilen. Die Reaktionen und Elemente sind alle ziemlich wild, aber es funktioniert erstaunlich gut und gerade gegen Bosse kann das Team echt viel anrichten, da das Team sehr viel Single-Target-Damage austeilt. Und falls ihr euren Elektro-Charakter durch einen Pyro-Charakter ersetzt, wie zum Beispiel Toma, könnt ihr auch ein Burgeon-Team nutzen, welches auch extrem gut funktioniert und gerade sehr gut gegen Schilde ist. Also falls in Abyss mal wieder mehrere Abgrundboten oder Abgrundmagier kommen, könnt ihr mit einem Burgeon-Team extrem gut was gegen die Schilde anrichten. Toma passt hier auf jeden Fall perfekt rein, weil er zusätzlich noch ein kleines Schild hat und er seine Pyro-Angriffe nicht zu schnell auf die Gegner abfeuert, sondern in guten Abständen. Als allerletzte Option gibt es noch das ultimative Hyper-Carry-Team, welches schon fast so aussieht wie das erste Melt-Team, nur dass wir Xiangling durch Kazuha ersetzen. Mit diesem Team könnt ihr euren Risley maximal buffen und das wollt ihr in einem Hyper-Carry-Team auch. Also, dass wirklich der ganze Fokus auf Risley gesetzt wird. Shanna verstärkt seine Angriffe enorm, Bennett bufft und heilt und Kazuha zieht alles zusammen und senkt den Widerstand der Gegner enorm. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall kein anderes Team, womit ihr Risley mehr buffen könnt. Und das waren auch schon alle Teams, die ich euch vorstellen wollte, welche ihr unbedingt mal ausprobieren müsst. Aber natürlich nur, wenn ihr die nötigen Charaktere habt. Außerdem zeigt uns dieses Video auch wieder ganz genau, dass ein Risley auf C0 ordentlich austeilen kann und das auch mit einer 4-Sterne-Waffe. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal euer Lieblingsteam in die Kommentare und was ihr generell von Risley haltet. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch unterhalten und konnte euch auch ein wenig weiterhelfen. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao. Ihr Lieben, ich habe gerade gesehen, während ich dieses Video bearbeitet habe, haben wir sage und schreibe 5000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal erreicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt zum Ende nochmal viele sehen werden oder nicht, aber vielen herzlichen Dank für den Support. Ich weiß das extrem zu schätzen. Und ein 5000 Abo-Special ist in Arbeit. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wie lange ich dafür brauchen werde, weil ich will ja währenddessen auch noch normalen Content machen. Und das wird ein bisschen was... ja, aufwendigeres und auch etwas mehr, ja, wie soll ich sagen? Eigentlich will ich gar nicht so viel verraten. Lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.